Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 231 von Avorion. Ja, wir sind hier in dem Sektor, wo vier von meinem Schippen sind. Da geht's jetzt weiter in dieser Folge. Nach dem Intro schauen wir mal, was wir dann mit denen hier machen können oder was da unsere Aufgabe ist. Würde ich sagen, bis gleich. So, da oben das Ausrufezeichen. Oh, wir haben ein schwaches Schiff hier, alles klar. Dieses Schiff ist schwach. Und wenn das schwach ist, was ist dann die Möglichkeit, das auszubauen? Warte mal, lass uns erstmal da gucken. Distanz-Doppelshooter und Nobel-Reparaturlaser. Braucht kein Mensch eigentlich, ne? Ach, Albatros ist das, okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir den Nobel-Dingster-Bumster vielleicht austauschen können. Ich weiß zwar nicht, wo er sitzt, aber irgendwo wird er ja sein, ne? Sieht einer sowas? Ah, hier vorne vor. Distanz-Doppelshooter. Distanz-Doppelshooter. Reparaturlaser. Warum Mechaniker? Batterieaufladung. Das ist unbewaffnet. Das ist bewaffnet, ne? Ja. Zwei davon. Ich habe keine Ahnung, wie viele Slots hier drin sind. Nicht genug Slots, wir brauchen eine Geschütztürme. Okay, das bedeutet, wir machen das mal hier. Entfernen. Hier entfernen und gucken, dass wir da jetzt was Richtiges drauf kriegen, oder? Slot-Typ bewaffnet. Schadenstyp physikalisch. 101. Gibt es hier auch was mit... Okay, da müssen wir noch gucken, wo wir drauf das bauen, weil das ist ja auch noch gerade Schaden. Hat der ordentlich. Trinium. Du kannst keine Schützung, das ist einfach ein Block. Achso, das muss ich oben drauf packen, oder was? Kannst hier nicht genug Slots für eine Geschütztürme, installiert ein Schutzkontrollsystem, um die Anzahl der verfügbaren Slots zu erhöhen. Okay. Haben wir denn sowas? da raus, da raus, da rein, da gucken. Platz ist schon mal. Handelssystem. Schild Imperator Generator Y. Undurchdringbare Schilde, Schild, Widerstandskraft, Zeit bis Wiederaufladung. Da rein, oder? Warte mal, muss man fest installieren, oder? Feste Installationsschilde können nicht von Schüssen oder Torpedos durchdrungen werden. Haltbarkeit wird umgeleitet, um Schildmembran zu verstärken. Zeit bis Wiederauflage nach Treffer ist erhöht. Fest installieren. Scannerbooster. Autogeschützkontrollsystem. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Autogeschützslots 4. Autogeschützturmslots 4. Energieverbrauch 4. Ist das hier was anderes? Drei beliebige Geschütze. Autogeschützkontrollsystem. Ich hoffe, das ist das Richtige. Autogeschützturmslots plus 8. Was haben wir noch sonst? Und durch den Schilder hätten wir dann nochmal, nochmal, nochmal. Okay, würde ich jetzt aber nicht da reinbauen wollen. Lassen wir erstmal weg. Wie, das ist, achso, wir haben noch kein Geschütz draufgepackt, deswegen ist es noch schwach. Wo war das dicke Ding jetzt? Hä? Ich hatte doch eben was mit reichlich DPS, oder? Ach so, hier, Schaden. Der war es wohl. Nicht geschützt, bewaffnete Geschütztürme. Ey, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Ich habe doch dieses System da eingebaut. Aber Auto, das kannst du knicken, oder was? Slot-Typ, Slots 3, Slot-Typ bewaffnet.
Ach, das ist hier für so eine Defensivgeschichte dann, ne? Das waren die. Typ. Elektro, das ist der Schadenstyp wahrscheinlich hier, oder? Seltenheit, Materialtyp, DPS, DPS, Tech. Ne, das bringt mir alles nix. Ich glaube, das kannst du hier nach DPS, nach DPS-Slot. Material, nach Seltenheit. Slot-Typ defensiv, der müsste ja da hingehen wahrscheinlich, oder? Automatisch Zielkanonier, ja, 46 Schaden. Was macht er denn defensiv? Splitterraumtor und Torpedos, okay. Aber eigentlich, weil das andere da jetzt eingebaut ist, braucht man das ja gar nicht, ne? Naja. Defensiv geht wahrscheinlich auch, ne? Ja. Bergbauer. Bewaffnet. Das bedeutet, wir gehen nochmal raus hier. Gehen, ach, können wir hier direkt reingehen sogar? Okay. Und dann haben wir hier nochmal, das ist das gleiche, was wir eben schon hatten, glaube ich. Drei beliebige Schütze. Festinstallation. Naja, das kann ich jetzt hier nicht rausreißen, aber naja, das ist jetzt erstmal egal. Und jetzt nochmal das Ganze hier mit. So, jetzt hat's geklappt. Oh, jetzt ist aber trotzdem eine schwache verglichen mit anderen Schiffen. Okay, er ist jetzt schwach. Was haben wir denn noch so hier? Den hier noch dahin. Und dann ist es jetzt mal hier besser. Schiffswerften gibt es ja auch, wo ich fortschrittliche Blöcke bauen kann. Das ist ja schon mal wichtig, ne? Sind die alle bei mir dran, ne? Wenn ich wegfliege, fliegen die hinter mir her oder nicht? Ne, ich glaube, die haben keinen Auftrag, oder? F. Befehle. Mich eskortieren. F. Befehle. Mich eskortieren. F. Befehle. Mich eskortieren. Nee. Ja, komm, dann machen wir das nochmal. Mich eskortieren. Und jetzt muss ich die Schiffswerft finden. Die ist schon hier, ne? Jo. Fliegen wir mal zur Schiffswerft und gucken gerade, was wir da machen. Da können wir ja Dingens bauen. Wie heißt es? Solche Sachen wie hier, ne? Generatoren und Batterien und sowas. Obwohl Batterien gehen, glaube ich, auch anders, ne? Oder? Wo sind hier die Docks? Traktorstrahl, machen wir mal, dass wir gedockt sind. Schauen wir mal gerade an, oder? So, dann interagieren wir gerade. Reparaturdock. Kann man nichts reparieren, das ist schon mal gut. Und ein Schiff bauen dann. Jetzt haben wir hier mit Ogoid und Avorion. Ein Träger, ein Frachter, Bergbauschiff. Ein Schiff. Einzelner Block, Gründungsschiff. Jetzt hier auf Drohnen mache. Mhm, Eisen. Nee, Eisen wollte ich nicht. Ich wollte Ogonit. Ah, dann sind wir hier schon mal dran, ne? Also das würde gehen.
Aber Xanion geht nicht. Xanion sind nur 4000 vorhanden. Das würde jetzt so funktionieren, oder mit? Volumen gleich 30.000 dann, ne? Alles kleine Schiffe dann. Ist noch zu groß. Kann ich auch einzelne Schritte gehen? Nee, geht leider nicht. Werte anzeigen? Oh Gott, da sind ja schon rote Sachen bei, wenn es gebaut wird. Geht. Und 150? 150 sind schon zu viel. Hundertfünfundsechzig geht gerade so. Seed. Vielleicht können wir noch was anderes Schickeres machen. Sieht auch nicht toll aus, ne? Träger ist das, okay. Obwohl der cool aussieht, ne? Seed 5 ist das. Lass uns mal bei 1 gerade gucken. Ah, die sind alle ähnlich. Okay. Ich würde sagen, wir bauen das mal. Geht das? Oh, nicht. Ja, würde alles gehen. Gebühr 28.000. Rundungsschiff, einzelner Block. Schiff und Besatzung. Also da kann ich nur Schiff auch machen. Träger ist dann okay. Name. Nennen wir das mal die Ass. Wie nennen wir das denn dann mal? Ah, TS für Trägerschiff Ass. Trägerschiff 1 Ass. Nee, Trägerschiff Ass 1. Und jetzt machen wir hier so eine römische 1 mal. Und lass es bauen. Dauert eine Weile, bis es fertig ist, denke ich, aber irgendwann haben wir es dann. So, die drei fliegen uns hinterher. So, jetzt müsste man gucken, hier gibt es ja auch Ogonit und sowas alles. Weiß nicht, ob es auch Arborion hier gibt, keine Ahnung. Ist denn hier einer jetzt bei, der Dingens Sach schon abbauen kann? Das ist jetzt Assreiter. Die Lady und Assreiter 3. Assreiter 3 war doch definitiv einer zum Abbauen, oder? F. Ja, aber wenn ich jetzt Abbauen mache, das bringt mich nicht weiter. Weil der fliegt ja dann hier weg. Wenn ich jetzt hier wegfliege, kommen die jetzt hinterher. Den Auftrag hatten die eigentlich, oder? Aber es bewegt sich keiner von den dreien. Na super. Doch, einer bewegt sich, oder? Oh, gleich noch beschädigt. Ey, hat ja wieder gut geklappt, ne? Ist das hier? Ogonit, wa? Oder? Steht noch nicht mal dran. Hm, noch besser. So, kommt denn irgendwer hinterher oder nicht? Der eine wird schon mal weggestoßen.
Aber er hier macht gar nichts, oder? Kann das sein? Befehl. Asteroiden abbauen. Okay, der kann nichts. Befehl, mich eskortieren. Befehle, Asteroiden abbauen. Ah, der macht das schon mal. Der kriegt auch den Befehl, Asteroiden abbauen. Ich glaube, machen sie beide. Das ist schon mal gut. Und jetzt gibt es da oben eine neue Nachricht. Ein Schritt in die richtige Richtung. Gut gemacht. Du hast jetzt ein Schiff, mit dem du eine Station gründen kannst. Betrete es einfach, flieg dorthin, wo du die Station haben willst und gründe eine Station. Genauso wie du normalerweise ein Schiff gründest. Ey, du, habe ich das nicht schon gemacht? Ich habe die Spritquelle. Was erzählst du mir da, so ein Shit? So, dann wollen wir mal hier einsammeln gerade. Die sind zerstört. Okay, Elch und Kraft. Kann ich das wieder herstellen? Reparaturdock abschleppen. Okay, wo ist denn jetzt hier zum Einsammeln? Ach, hier unten wahrscheinlich, oder? Lady Adventurers. Hä? Abbauen? Ach, da unten ist noch was. Ah, alles klar. Komm mal, das Glück auf unserer Seite. Was haben wir denn hier gekriegt? Distanz Duo Flak. Und Qualität Abwager. Nee, nehmen wir mal erstmal, dann alles klar. Und was hat er hier noch? 59 Turbinen im Bauch. Okay, alles klar. Haben wir das erstmal? Enzyklopädie wollte ich nicht. Hier wollte ich mal reingucken. Okay, das ist jetzt hier. Ja. Haben wir es erstmal. Das Schiff ist jetzt fertig. Aber. Das Schiff, was da jetzt irgendwo aus der Werft gekommen ist, sehe ich's? Wo ist es? Das muss das da sein, oder? Ja, das ist es. Da müssen wir erstmal rein, denke ich. Gehen wir mal in T. Das kann nix, das Schiff, oder was? Was ist denn da oben alles für eine Schwierigkeit? Ein Systemflug. Hilfe braucht alle Energie, verbraucht mehr Energie als produziert. Du kannst so nah an einer Station keine Station gründen. Okay. Ich will auch keine Station gerade gründen, sondern ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich das Schiff hier dann wohl noch aufpeppen muss, oder wie? Gibt es denn hier auch so Kerne und sowas? Xanion, Schildgenerator. Auch noch ein Schildgenerator. Auch ein Schildgenerator. Und wo gibt's hier Strom und so? Schildgenerator. Ah, hier, diese sind's, ne? Nee. Nee. Da. Trägheitsdämpfer, alles da, aber nicht das, was ich jetzt gerade suche. Ist das die Batterie? Das ist der Generator. Ugonit schon der bessere. Tja, jetzt müssen wir noch einen Generator da reinkriegen wahrscheinlich. Bauteile. Ugonit. Und Generator. Generator ist da. Und... Wo backe ich den hin, dass das klappt? Hier, aber gespiegelt. An einer Achse spiegeln. War hier. Genau. Kann ich da jetzt noch eine schöne Form aussuchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ausgehende Block als Ursprungsblock setzen? Nee. Größe anzeigen. Gibt's hier auch irgendwie was, was mich interessieren könnte? Nee, ne? Nicht so wirklich. Generatorblock habe ich jetzt noch ausgewählt. Wo gibt's denn diese Formen hier?
Lücke auswählen, Rechtsklick. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Skalierung hier, aber was skaliert der mehr? Na, lass es weg. Okay, wir müssen jetzt definitiv diesen Block dann hier reinbauen. Machen wir noch ein bisschen größer, oder? 222. Machen wir so. Wie, dann passt er da nicht mehr hin. Und das bringt uns da ziemlich viel. Nötige Mechaniker fehlen uns noch. So, jetzt haben wir alle Probleme gelöst, oder wie sehe ich das? So. Was sagt er uns oben noch? Wir brauchen noch Mechaniker, nicht genug Mechaniker. Das heißt, wir müssen nochmal da anfragen für einen Mechaniker. Aber da müssen wir erstmal hin, weil... Dock, da ist ein Dock. Boah, das ist jetzt ganz knapp wieder so dran, der Fliegen, bis dann der Traktorstrahl hier kommt, ne? Crew erneuern. Ingenieure, Mechaniker. Annehmen. Du musst an der Station. Ja, ich habe doch aber gerade hier gedrückt F und dann. Ja, jetzt geht's. Gut, dann nochmal Crew. Zwei Leute angeheuert. Das ist weg. Jetzt haben wir hier noch schwach. Was war das? Gründungsschiff. Weiß ich noch nicht, ob ich das gründen will oder nicht. So, das haben wir jetzt erstmal. Und jetzt müssen wir noch Waffen da rein haben. Spiegelachse machen wir weg, die will ich nicht mehr sehen jetzt gerade. Und hier müssen wir jetzt Waffen haben sozusagen dann. Hier oben wäre zum Beispiel ein super Platz dafür, ne? DPS Feuerstoß, exotisch. Okay, dann fehlen mir noch Kanonierer. Warte mal, das machen wir weg. Das bringt uns dann nichts. Wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Gucken wir uns dann an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir nicht die Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.